Katsching, katsching. Ja, es wird noch was, Tyra, weil. Gleich da. So. Okay, dann machen wir mal Bild. Bild, Kamera. Wann kommst du? Da bist du. Guten Abend. Guten Abend. Ja, es ist mal wieder alles später geworden. Aber jetzt werde ich noch ein paar Stündchen machen. Ist dann wieder was fürs VOD eher. Stimmt's, Zürerwall? Also das Ende. Okay. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Weil wer weiß, ob ich streamen würde, wäre ich noch in der DDR. Danke dir, Tyrell. Danke dir. Vielen Dank für ganze 21 Monate. Das ist ja fast damals, wo es die DDR noch gab, wo du mich schon abonniert hast. Ja. Genau. Da habe ich heute mit Alex drüber geredet und mit meiner Tochter. Weil sie kommt ja aus Bayern und ich aus Brandenburg. Und das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen mit dem Zusammenkommen. Sehr unwahrscheinlich, dass das genauso gekommen wäre. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, aber nur ein bisschen. Und zwar habe ich den Arzt ausgestattet. Ich habe ja am Ende von der letzten Folge, wo ich da die Bauern gemeuchelt habe. Also das waren jetzt auch nicht gerade die freundlichsten Typen, aber die sind echt unterm Bus gekommen, muss ich sagen. Die waren echt ziemlich übel von mir kaputt gemacht worden. Ja, aber ich sollte ja. Die wollten ja das in Cambria so, dass ich die fiesen, gemeinen Tyrannenbauern dort bestrafe. Und dann habe ich das getan. Du könntest das Ganze auch früher immer sehen. Einmal über die Trave und schon da. Das ist dann. Du konntest rüber gucken, quasi. Die Trave ist der Travemünde Grenzfluss dann wahrscheinlich gewesen, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Blick oder gar keine Idee, wo konkret. Also ja, ich weiß, wo Travemünde ungefähr ist, aber wo die Trave lang fließt. Das ist kein so großer Fluss, oder? Ja. Geht's euch gut? Hallo, hallo Pi. Ich möchte dich begrüßen, da du ja immer zuschaust.
Und ansonsten 140 Kilometer lang. Das ist schon nicht so klein, also kurz. Entspringt in Schleswig-Holstein. Okay. Also bleibt der Fluss quasi so in seiner Ecke, mehr oder weniger. Und ringelt sich so ein bisschen herum, um dann am Ende in die Ostsee zu fließen. Ich muss echt mal nochmal gucken auf der Karte, weil ich habe echt keine Idee. Wobei 140 Kilometer für einen Fluss ist jetzt auch nicht so super lang. Ja. Aber für einen Fluss, der in, ja, für einen Fluss, der ins Meer fließt, ist es, glaube ich, sehr kurz. Die Havel zum Beispiel, das ist ja hier der Fluss in Potsdam. 114. Die Havel ist der Fluss in Potsdam. Die Havel ist, glaube ich, ziemlich lang. Aber die fließt ja dann in die Elbe und damit nicht ins Meer. Aber ich habe, ja, das ist halt wieder so ein Lokalding, ja. Die Havel kennt man dann als Brandenburger wahrscheinlich. Weiß nicht. Mal eben gucken, wie lang ist die Havel eigentlich? Klar, ich kenne die Havel. 334 Kilometer lang. Der längste Fluss rechtzeitig der Elbe. Okay, ja gut. Man kann sich da auch überkonkretisieren, damit man irgendwo der längste drin ist. Okay. In Deutschland dann wahrscheinlich auch noch, ne? Weil dann, wenn man weiter nach Polen geht, dann ist da schon wieder was anderes länger. Ja. Genau. Ich habe einen Brief. Ich habe Post. Deswegen glaube ich, an der Stelle nicht mehr weitergemacht. Bobby Race, ach so, die Lieferung ist da. Ich habe tatsächlich mal wieder was bestellt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was ich bestellt habe. Aber ich muss wieder nach Drassen, um das abzuholen. Und die Gelegenheit wird es bestimmt irgendwann geben. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, unser Arzt, der neue Arzt, Vince, ich habe ihn ausgestattet mit dem, was noch so übrig war. Ich habe ihm die Arzttasche gegeben. Also die Erste-Hilfe-Beintasche, die Ira bisher hatte. Und eine Gürteltasche, das ist ja so das Schlechteste, was man sich zulegen kann an Tasche. Nee, ich glaube, die Jägerweste ist noch schlechter. Die Jägerweste ist noch schlechter, genau. Ansonsten so mit Ausstattung und sowas ein bisschen versehen. Das habe ich, glaube ich, off-stream gemacht. Genau, und ich war einmal einkaufen bei dem Händler hier, bei Keith, glaube ich, ne? Und habe da noch Beinprotektoren geholt. Die wollte ich hier bei noch so ein paar starken Leuten, die noch nicht überlastet sind vom Gewicht, in die Hosen machen. Als zusätzlichen Schutz. Genau. So, schauen wir mal, wer hat da noch Gewicht? Er hat schon Protektoren drin. Gewicht über, meine ich. Miguel. Miguel ist jetzt nicht so super stark. Eigentlich. Das liegt daran, dass er nur eine Gürteltasche hat. Und dadurch nicht so viel tragen kann. Sind's jetzt selber? Hier ist halt die Frage, was passiert, wenn ich die Rucksäcke ablege. Ich glaube, wenn ich hier den Rucksack ablege bei Dimitri zum Beispiel, kann er den mit Protektor mal eben hier reinmachen. Ah, nee, ist ein bisschen drüber.
Schauen wir mal weiter. Grizzly hat schon Protektor. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Amus. Ist ja auch leicht drüber. Iggy. Iggy hat nur einen Beinprotektor. Der hat keine Hose an. Iggy, zieh dir mal eine Hose an. Na gut, dann bleibt's einfach bei Miguel, würde ich sagen. Ich muss eh noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, weil die reparieren alle noch ganz fleißig. Ich glaube auch, ich habe noch mehr Werkzeuge bestellt. Ich hoffe es zumindest. Weil nirgendwo liegen mehr Werkzeuge rum und ich verbrauche wirklich alle Werkzeuge, so wie es ausschaut. Und Grizzly hat jetzt gar kein Werkzeug, aber der trainiert auch gerade Kraft. So, okay, dann würde ich sagen, vielleicht am Tag 39 den Angriff auf die Raketenbasis. Ich habe das ja schon so angeteasert über den Titel der Folge. Hier ist die Raketenbasis, dass ich mir die holen will, um dann freie Flugbahn für den Helikopter zu haben. Hier unten um Meduna herum wird es dann immer noch einen roten Bereich geben. Aber durch die Mitte geht es dann auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es mit Balime aussieht. Ich glaube, auch Balime ist dann Helikopter zugänglich. Also dann habe ich wirklich alles Wichtige offen und kann da überall hinfliegen. So, jetzt muss ich mal einmal eine Uhr anstellen. Ich muss nachher auch wieder bei Rise of Cultures kurz reingucken. In 6,5 Minuten. Aber auch nur einmal. Und in einer Stunde muss ich mal gucken nach den beiden. Genau. Okay. Gut. Zeit vergehen lassen. Dann sollte Miguel noch irgendwas machen. Miguel könnte Leads trainieren. Ist Quatsch, denn der ist fast voll. Der ganze Sektor. Und die beiden trainieren ja hier noch. Ich lasse Miguel vielleicht eine mobile Miliz trainieren. Damit dann mal wieder so ein Trupp durch die Gegend läuft. Die sind ja sehr teuer. Aber... Ach so. Und ihr seht vielleicht, dass mein Kontostand sich extrem reduziert hat. Das hatte ich auch offstream gemacht. Und zwar lag das daran, dass ich auch all den Neuen jetzt noch eine große... also Brain, Berry und Ice habe ich die Verträge verlängert. Genau. Deswegen ist mein Kontostand jetzt so niedrig. Ich werde mal noch gucken. Ist jetzt noch jemand, der nur übt? Der vielleicht auch noch mobile Miliz trainieren könnte? Fox eigentlich. Könnte da helfen. Aber die ist jetzt am Training für ihre Kraft. Genauso wie Ira. Und Grizzly ist der Trainer. Ja, nee, ich lasse das so. Genau, dann gehe ich mal in San Mona einmal bei Toni gucken. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ui, das ist wieder neu. 150 Meter Reichweite. Das nenne ich mal ein Scharfschützengewehr, würde ich sagen. Fast so akkurat und teuer, wie man ein Gewehr nur bauen kann. Schießt es Gruppen
von denen andere Gewehre nur träumen. Gruppen? Schießt Gruppen. Kenne ich nicht, den Begriff. Ist das was? Ist das a thing? Gruppenschießen? Und Munition dafür gibt's auch. Ist aber eine sehr spezielle, die ich tatsächlich noch nie gesehen habe. Entfernung. Gruppen sind Entfernung. Schon gut. Lass dir Zeit. Der aktuelle Rekordschuss für einen Militärscharfschützen. Im Sinne von Entfernung. Ach so, das ist jetzt nicht. Das war jetzt nur eine Frage. Mit Gruppen, weiß. Also ist das ein Übersetzungsfehler oder sagt dir das auch irgendwas? Dieses Gruppen. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie weit. Also ich denke mehr als 150 Meter. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Überhaupt keinen, wie weit man so schießen kann. Oh, hier gibt es jetzt echt immer neuere, andere, interessantere Sachen. Und seine Liste wird auch immer größer. Kilometer mit bestätigtem Treffer. Wow. Okay. Ja. Ist schon heftig, würde ich sagen. Aber ich bin jetzt schon. Das wäre natürlich für Chris ein ganz wunderbares Gewehr, würde ich sagen. Obwohl es wahrscheinlich übertrieben ist, die jetzt zu kaufen. Weil wahrscheinlich findet man einfach auch andere Sachen mit der Zeit. Und ich habe jetzt nicht so den Bedarf, so die dringend. Also ich habe halt eigentlich genug Gewehre, mit denen ich ganz gut klarkomme aktuell. Und mir wäre es auch lieber, so ein gutes Scharfschützengewehr mit einem eher gebräuchlicheren Magazintyp zu bekommen. Wobei ich aber nicht weiß, ob das das dann noch gibt. Kann sein, dass Scharfschützengewehre mit solcher Reichweite auch immer so ein besonderes Magazin haben. Keine Ahnung. Okay, Toni, dann heute nicht. Heute nicht, zumindest nicht das. Wir nehmen was anderes. Wir nehmen Mörsergranaten. Und Vakuumgranaten. Was war das? Ach, Beleuchtung. Nee, das ist nicht so. Beleuchtung und Nebel ist nicht so wichtig. Für die habe ich noch nicht so wirklich so einen richtigen Granatwerfer gefunden. Ja, genau, das nehme ich. Die sind heile, die Vakuumgranaten, die Senfgrasgranate nicht. Diese Jahreszeit ist ja aus. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Verzeih. Genau. Das lasse ich jetzt hier liegen. So, die könnte ich auch noch verkaufen. Ach nee, die wollte ich gar nicht verkaufen, weil das ja Match-Munition ist. Genau, mehr Match-Munition wollte ich kaufen noch. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nochmal durchgucken, ob er irgendwelche speziellen
ein Matchmagazin hat. Aber nein. Vielleicht nächst. Vielleicht nächstes Mal. Okay, dann kannst du weiter an deiner Treffsicherheit arbeiten. Und dann muss ich mal kurz in Rise of Cultures die eine Sache. Naja gut, in 20 Minuten muss ich dann nochmal gucken. Gut, Zeit vergehen lassen. Die werden staunen. Okay, alle Waffen und Rüstung der Teammitglieder sind repariert. Ist denn noch genug im Inventar, was sonst noch repariert werden muss? Sie will jetzt schlafen, mitten am Tag, okay? Ja, dann ist das so. Ich warte auf einen Befehl. Oh, boah. Der hat so schnell alleine die mobile Miliz trainiert? Okay. Das ist ja irre. Ja, dann mach mehr davon. Das Geld haben wir. Ist halt die Frage, was die dann macht. Ich würde die eigentlich gerne ein bisschen umstellen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das geht, glaube ich, nur bei Städten. Das Umgruppieren. Wie ging das? Hier? Nee, auch nicht. Hä? Hey? Das sind die Wege, die laufen, die die mobile Miliz läuft. Die laufen natürlich hier auch direkt zu diesem Trupp. Ja, dann passiert das halt, wenn das passiert. Gut, er macht weiter. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Ihr seid noch nicht ganz fertig. Tatsächlich. Tatsächlich haben die angegriffen und vernichtend geschlagen. Jetzt müsste ich eigentlich mal in diesem Sektor gucken, ob da irgendwas gedroppt wurde. Das könnte ich theoretisch mit denen machen, die üben. Das sind ja ein paar. Wobei ein paar ist gut, es sind nur Gumpy und Hamus. Haben Gumpy und Hamus jetzt noch irgendwelche Dinge, die repariert werden müssen? Ja. Kriegt Iggy einfach auch noch aufgebürdet? Die Zeit. Ja, ich habe doch gerade gemacht. Tyrabell, ich war doch gerade dabei. Ging recht schnell. Alles andere ist bei ihm, glaube ich, heiler. Und er hat auch nichts mehr. Ach doch, die Waffe hatte er noch. Aber die ist jetzt auch heiler. Das heißt, die können wir jetzt einfach hier in den Laster legen. Genau, in den Laster. Nee, nur eine in der Allianzstadt wieder reingehen in eine irgendwas machen dort. Einfach.
dass es nicht inaktiv ist, sozusagen. Okay, bei Hamus ist schon viel repariert. Die Ladung kann ich natürlich gut, wenn ich das an irgendjemanden gebe, der so ein bisschen Sprengstofffertigkeit hat. Miguel zum Beispiel. Alex. Vielleicht muss ich mal was aufmachen. Dann Amus. Die Waffe nachladen. Da sind auch noch mehr Sachen, die in den Laster können. Laster. Achso, das Browning wollte ich ja nicht verkaufen. Okay. So, was hat er noch? Er hat Scharfschützenmunition für ein anderes Gewehr. Er hat die Munition, die er nicht... Achso, die ist ja tatsächlich auch für seinen Kram. Muss ich mal das dann noch mit reinmachen. Okay, genau. Und dann, wenn der seinen Rucksack ablegt, dann ist er auch nicht mehr übergewichtig. Sozusagen. Und dann kann er auch das alles mit sich tragen. Das ist ja auch alles, sind ja auch alles Dinge, die man so im Team braucht und dann wieder verteilt, wenn man Granaten geworfen hat. Von daher ist es okay, wenn er das auch behält. Ja. Genau, und dann legt er halt seinen Rucksack ab und Gumpy hat auch seinen Rucksack. Wenn er den ablegt, dann ist er auch drunter. Kann auch seinen Walkman rein. Ja, dann passt es doch. Dann passt es doch erstmal. Achso, dieses 9mm Magazinadapter, den habe ich noch nicht. Geguckt, was ich damit anfangen kann. Ich werde mal einmal durchgehen. Ich müsste auf jeden Fall 9mm Pistolen haben. Und gucken, das ist eine 9mm. Aber da geht's nicht. Das funktioniert nur mit den... Ja, das ist nur für Gewehre, offensichtlich. Okay, ja gut, dann war das Quatsch eher. Alles schön repariert, sehr gut. Genau, und Ira und Fox habe ich auch mit den Rucksäcken ausgestattet. Denn mit Rucksäcken ist es halt viel einfacher, dass sie dann im Kampf dann weniger Gewicht haben. Dann kann ich denen einfach die Rucksäcke ausziehen und sie sind nicht mehr so krass überladen. Ja, das ist schon ziemlich praktisch. Da halt hier noch so ein Magazin mit reinmachen, dann ist sie bei 100%. Aber eigentlich auch schade drum. Sie hat Magazine, die sie gar nicht braucht. Dann ist sie auch so bei unter 100. Und dann machen wir das so. Aber da könnte
könnte ich noch ein paar zusammenpacken. Bräuchte ich noch mehr 9mm Munition. Gut, okay, die auch noch in den Laster. Aufräumen kann ich auch noch. Das nicht vergessen. Der Feldanzug ist eigentlich sogar ziemlich gut. Ich gebe ihm mal den Feldanzug oder wem. Ja, der ist gut, weil er keinen AP-Malus hat. Der hat halt minus 3 AP. Und vielleicht wäre das für Vince super. Ne, der hat schon einen Feldanzug. Oder generell Personen, die weniger AP haben. Das müssten eigentlich solche sein, die wenig Beweglichkeit haben. Aber die Beweglichkeit beeinflusst die Angriffs. Also für ihn zum Beispiel. Das hat halt einen heftigen AP-Malus. Gebe ich das lieber wem, der viel Beweglichkeit hat. Trevor, glaube ich. Nee, doch gar nicht so viel. Er hat recht viel. Der Miguel hat recht viel. Gehen wir das Miguel. Und er kriegt einfach die Akkuweste, denn auch die hat wenig AP-Abzug, nur 2. Ja, okay. Genau, die sind nämlich eigentlich gar nicht so schlecht, die Dinger. Also, was kann ich noch verteilen? Die Munition. Kann er aber auch mitnehmen. Wäre schon okay, er ist ja auch Sprengmeister. Gewicht ist noch okay, gerade so. Brain. Brain ist unser schwere Waffenmann. Hoffe ich. Ich weiß nicht mehr so richtig, aber ich denke schon. Deswegen hat er die Law, den Mörser und den Granatwerfer. Ja, das sollte passen. Das sollte passen. Carlos hat noch so eine Waffe. Für den Laster. Noch 2 Knicklichter mitnehmen. Oder noch 2. Oder noch 2. Das wiegt ja nichts. Damit wir da so ein bisschen was im Petto haben. Ich glaube, er ist auch Werfer. Also er ist Messerwerfer. Schauen wir mal eben. Gerade nicht sicher, aber ich glaube, Carlos ist Messerwerfer. Ich hoffe, er kann dann auch Knicklichter ganz gut werfen. Er sieht jetzt Wurfwaffen. Naja, ist ja keine Wurfwaffe, ne? Weiß nicht, als was das zählt.
Ja, bestimmt. Nee, 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 nee. Ich mache eine Stunde. Einfach jetzt nochmal. Bitte? Ja. Gute Nacht. Jo, okay, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, wenn sie noch nicht schläft. Okay, und Alex geht in ihr eigenes Bett. Gut. Carlos hatte ich gerade geguckt. Carlos habe ich mit ein paar Knicklichtern ausgestattet. Chris. Ja, jetzt trägt er doch ein bisschen viel. Er ist ja jetzt kein Experte dafür. Die habe ich hier jetzt nur ihm gegeben, weil er noch Gewicht, noch was tragen konnte, Gewicht übrig hatte. Wir lassen es erstmal so. Dimitri hat noch einen Feldanzug repariert. Cool. Wir hatten noch ganz wenig Beweglichkeit. Was gibt denn das hier? Oh, der hat auch keine AP-Malus. Cool. Okay, dann muss ich nochmal gucken. Er hat auch so eine Rakete noch. Die hatte ich auch nur bei ihnen, um die reparieren zu lassen. Richtig. Jetzt sind sie repariert. Okay. Fox. Fox war ich schon. Grizzly. Grizzly. Bei Grizzly wäre das gut aufgehoben. Bei Grizzly wäre das gut aufgehoben. Das Gerät hier. Leider. Ja. Der ist halt so stark, der kann das alles tragen ohne Probleme. Ich weiß nicht, was ich dem noch überhelfen kann, dass der noch irgendwie mehr Dinge tragen kann. Kann ihm noch ein paar mehr Granaten geben. Okay, aber den Feldanzug ist immer, der ist noch offen. Ich kann auch Gumpy diesen, na, no, der hat ja schon eine Akku-Kampfweste, die ist auch okay für ihn. Ist vollkommen okay. Und Hamus hat diese jetzt. Eis. Eis kann auch mit Malus leben. Der ist sehr beweglich. Eis ist unser MG-Schütze, richtig, MG-Schütze. Genau, der könnte. Ah, der ist schon sehr gut beladen. Der ist schon sehr krass beladen. Ah, und das hat er repariert, die Tasche. Kann dann auch raus. Logistik is not yet over. Okay. Ihm könnte man noch ein bisschen was überhelfen. Aber er ist schon ganz gut voll. Ah, der könnte vielleicht die Granattasche auch nehmen. Mal eben gucken, was die taugt. Ach, das sind solche Granaten. Hallo, André. Willkommen. Schön, dass du da bist. Nee, solche Granaten bringen ihm nicht so viel. Dann lassen wir das erstmal noch so.
Sie braucht halt viel mehr Kraft. Sie trägt halt wirklich kaum was. Und ist halt so, trotzdem schon so überladen. Ist das leichter als die Sylvester? Ist leichter, aber es könnte auch an den Platten liegen. Nee, ist genau gleich leicht. Ja, sie hat jetzt nicht so viel Beweglichkeit. Also es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für sie. Es ist jetzt aber auch nicht so schlecht. Dann haben wir das Duckbill dran. Na toll. Noch mehr Waffen zum Ablegen. So, die 20 Minuten sind um. Jetzt wieder in den 2 Stunden Ausbau. Ja, 2 Stunden bin ich noch wach. Er hat auch einen Granatwerfer, aber eigentlich auch nur, um den zu reparieren. Der braucht das Ding nicht. Und dadurch, dass er auch ordentlich Kraft hat, könnte er noch was transportieren. Vielleicht nimmt er einfach mal die Raketen mit, die noch übrig sind. Ja. Hilft nicht. Könnte auch noch ein paar Granaten mitnehmen, wenn er die Granattasche kriegt. Das wäre halt bei ihm okay wegen der Kraft. Es wäre halt schön, wenn ich irgendwo eine Wasserflasche unterkriegen könnte. Wenn er die Granaten nur weitergibt, dann ist es auch gut. Ach, der Brief von Enrico, den können wir gerne mal liegen lassen hier. Okay, dann machen wir es einfach so. Flasche passt da echt nirgendwo rein, ist ja irre. Ach, er fährt noch gar kein Messer, sehe ich auch gerade. Mensch. Mensch, er hat kein Messer. Gibt's ja gar nicht. Ja, die Wasserflasche können wir bestimmt auch noch irgendjemand anderem geben. Trevor. Trevor, die sind repariert. Sehr schön. Sonst ist es alles okay. Das kann er behalten. Das muss zum Teil noch repariert werden. Alex ist krank. Deswegen geht sie so früh ins Bett. Genau. Okay. Gut, und Vince. Ah, Vince hat doch. Ah, Vince ist doch schon ausgestattet mit einem Feldanzug. Dankeschön, Dankeschön. Richte ich ihr aus. Dann kriegt Vince noch eine Feldflasche. Vince könnte auch noch diese Dinger von Iggy nehmen. Das ist ja eigentlich Quatsch, dass der diese Energiebooster hat.
Soll die doch Vince nehmen? Vince ist doch genau der Richtige dafür. Passen auch sogar alle in diese Tasche da rein. Irre. Gewichtsmäßig geht da theoretisch noch was. Könnt ihr mir jetzt die Pumpgun hier geben? Das ist aber eigentlich albern. Geben wir ihm lieber die Mini 14. Reichweite 32, Reichweite 36. Kaum Unterschied, aber besser. Ein bisschen besser. Trevor. Wir füllen mal deine. Bisschen auf. So, das kommt alles. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Das kommt alles in den Laster. Ja. 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 Wer kann noch einen Feldanzug vertragen? Barry. Fertig. Fertig. Gut. Sind sie alle ausgestattet? Und dann wollte ich jetzt Hamus und Gumpy mal hier nach unten schicken oder in die angrenzenden Sektoren, insbesondere in diesen, weil da ist vielleicht was gedroppt worden. Ich gehe aber unten rum. Sie. Genau, weil dort gerade die mobile Miliz dann die feindliche Truppe geschlagen hat. Noch mehr repariert. Da noch nicht alle fertig. Ich warte auf einen Befehl. Ja, du machst einfach nochmal weiter. Geld ist wieder reingekommen. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. So. Das ist die mobile Miliz, die hier rumläuft. Aber sonst ist da nichts. Bin fertig. Brauche was zu tun. Jetzt sind sie fertig mit dem Reparieren. Jetzt. Würde ich eigentlich gerne alle irgendwie versuchen, gleichzeitig. Aber es geht leider nicht. Kraft. Gucken, wer da noch in Frage kommt. Vielleicht Dimitri? Nee, er nicht. Ihr nicht. Dann Mad Dog sicherlich auch nicht. Natürlich nicht. Okay, Chris können wir helfen lassen beim Training der mobilen Miliz. Und machen die anderen so? In erster Linie sollen die schlafen gleich. Ich könnte einfach noch einen zweiten Trupp aufstellen.
Jetzt ist er voll. Den Trupp hier rüber gehen lassen. Falls sie nämlich da rüberkommen, wäre es ganz gut, wenn es nicht nur die beiden sind, die dort landen. Genau, und dann hätte ich die auch schneller aufgeklärt, die beiden. Für deine T-Shirt-Wand, mein Profilbild. Was meinst du mit meinem Profilbild? Eine T-Shirt-Wand, musst du mir mal zeigen. Oder musst du mal ein Foto von machen. Willst du ein T-Shirt? Erklär. Erklär bitte. Ah, sie sind jetzt da hochgelaufen. Dann kann ja da eh nichts passieren. Die Söldner schlafen. Wieder ein Job erledigt. Fix und fertig. Ja, mach dir einfach noch einen. Ja. Hey, Kumpel. Die Ochsentür ist vorüber. Ihr seid ja schnell. Von der schnellen Sorte. So, okay. Dann haben sie den Sektor auch erkundet. Auch hier ist nicht viel los. Eine Straße. Viel Steine. Ein Sektor fürs Kämpfen gemacht. Mit den vielen Steinen. Da kann man sich gut hinter verbergen. Aber gut, ihr könnt wieder zurückgehen. Habt euren Job getan. Ah, Sissi, ich gut. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Ja, wir gucken jetzt nochmal in diesen Sektor. Da scheint auch ein Häuschen oder irgendwas zu sein. Ja. Wie soll man sich bei dieser Hitze nur konzentrieren? Das ist ja wie im Schmelzofen. Ah, da haben wir was. Und zwar ist wahrscheinlich Gumpy hitzeempfindlich. Mal eben in seinem Logbuch gucken. Wo ist denn Gumpy? Hitzeempfindlich. Hat Atemnot und allgemein schlechtere Leistung in tropischen und Wüstensektoren. Ja. Weiß ich doch. Klar geht das, wenn du das gerne haben möchtest, sehr gerne. Ich dachte mir, du kannst ja auch mal, oder ihr könnt ja mal vorbeikommen. Für den Potsdam-Livestream. Kann man das nochmal wiederholen, was ich mit dem guten Lion schon gemacht habe. Oder irgendwo anders lang. Ja, okay, ja genau, da war noch was. Und es sind tatsächlich auch Sachen dort gedroppt. Von dem Kampf. Auch eine Spektra-Weste. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die so viel Platz im Inventar haben. Die beiden. Gar nicht so wirklich. Aber reicht vielleicht. Bekomme ich wahrscheinlich zusammengekratzt den Platz. Wie es ausschaut. Ja. Sogar ohne große Probleme.
Aber da ist ja noch ein Haus. Das lasse ich mal den Hamus jetzt übernehmen. Weil der Gampi ja hier so Probleme hat bei dem Klima. So ein kleines, niedliches Haus. Und dann so eckig. Ja, musst du mal ein Foto machen von deiner T-Shirt-Wand. Und ich unterschreibe das gerne dann. Auch mit Chris Nine. Okay. Kommt auf jeden Fall noch was dazu und dann wird's knapp mit dem Platz. Oh. Caramba. Schloss getroffen ist schon mal gut. Caramba. Das macht er mit seinem Rambo-Messer. Caramba. Das versuchen aufzustemmen. Sehr schön. Hier gibt es noch einen geheimen Lagerraum. Na sowas. Kann natürlich auch mal sein, dass da noch... Qué bueno. Oh. Nicht schlecht. Okay. Nicht schlecht. Qué bueno. Was wir hier gefunden haben. Mitten im Nirgendwo. Schalldämpfer. Für Pistolen. Es wird nicht einfach, das alles zu tragen. Kann ich die jemandem aufsetzen? Ja, das kann ich jemandem aufsetzen. Genau, und jetzt setzen wir das Gampi auf, weil Gampi eh schon Atemnot hat. Klar, ist doch eine geile Idee. Das kriegen wir nicht mehr weg hier. Nicht mehr alles weg, zumindest. Ja, die Munition ist ja mehr oder weniger am unwichtigsten. Die würde auch noch ein Magazin dorthin passen. Könnten die Nebelgasgranate hier lassen. Ja. Energiebooster würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Die Hohlspitzmunition ist eigentlich sowieso scheiße, ne? Das ist eigentlich sogar dumm, dass ich die da geladen habe. Ich nehme die raus. Weil wer hat denn jetzt noch sowas. Okay. Ja, dann kann ich das so noch mitnehmen.
Wer hat denn jetzt noch leichte Rüstung, wo das durchgehen würde? Die Bauern hatten leichte Rüstung, die ich beim letzten Mal bekämpft habe. Ja. Genau. Okay. Dann liegt da noch ein bisschen was rum? Kann ich nochmal vorbeigehen? Verstanden. Aber jetzt sollen sie erstmal zurückgehen und dann schlafen. Hätte nicht dagegen, wenn ich mich zum Schlafen zurückziehen könnte. Yeah, ich auch. Genau das. Ich habe den Zielort erreicht. Ich würde natürlich auch gerne eine Aufgabe geben. Jetzt hätte ich sie alle zusammen. Vielleicht irgendein Training von irgendwas, was eh alle immer brauchen oder eh alle immer nicht so hoch haben vom Wert, Führungsqualität, aber es macht nicht wirklich Sinn. Alle können bessere Beweglichkeit brauchen. Ich mach mal einfach Beweglichkeit und dann sollen sie entweder üben oder schlafen. Buenas noches. Ich muss gern in Bett. Darfst du gleich. Ich warte auf einen Befehl. Ja, macht noch einen Trupp. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Sehr gut. Und auch ihr trainiert einfach Beweglichkeit. Durch ineffektiv ist. Wenn man das nicht bei einem Trainer macht. Wir müssen aber erstmal schlafen. Es geht vor allem ums Schlafen, nicht ums Training. Ich warte auf einen Befehl. Ja, ihr macht noch ein Team. Und wir haben Post. Es ist mir eine große Freude, die Expansion bekannt zu geben. Okay, Speck hat neue Söldner. Willkommen bei MERC. Wir bieten Ihnen, ich nehme an, Sie wollen sich auch unsere Website ansehen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir... Denn irgendwas Neues zu erzählen? Ich danke Ihnen vielmals. Oh. Colonel Frederick Biggins. Falls Sie einen der Besten brauchen, brauchen Sie Colonel Biggins. Seine gesammelten Erfahrungen im Partisanenkampf in Südostasien haben ihn zu einem guten Schützen mit einzigartigen Fähigkeiten für Fallen und Sprengstoff gemacht. Colonel Biggins freut sich, seine Erfahrungen mitzuteilen, ohne gefragt zu werden. Er verlangt nur, dass Jüngere das schwere Gerät tragen. Okay. Er hat tatsächlich schlechte Kraft. Sehr schlechte Kraft. Aber krass, Erfahrungsstufe 7. Das ist viel. Aber ansonsten ist er jetzt gar nicht so gut, würde ich sagen. Auch bei den anderen Werten hier ist es nichts über 80. Außer Sprengstoff. Treffsicherheit ist okay. Und ziemlich teuer. Richtig. Und dann haben wir noch Cougar. Cougar ist auch ziemlich teuer. Aber Cougar ist hier auch überall gut. Ja, und hat eine hohe Erfahrungsstufe. Jim Wallace ist einer der wenigen Kadetten der Militärakademie, die das Abschlussexamen in sämtlichen Fächern mit Auszeichnung bestanden haben. Dass sein Vater den militärischen Verhaltenskodex der Schule verfasst hat, hat sicher nicht geschadet. Der hochprofessionelle Mustersöldner ist Meister im Umgang mit Automatikwaffen und vielleicht MERCs bester Mann. Ja, wahrscheinlich sogar im Moment. Cougar ist zwar ein Mann von festen Überzeugungen, hat aber die nötigen militärische Erziehung und Disziplin, um sie für sich zu behalten. Oh.
Okay. Dann behalt sie mal lieber für dich. Wer weiß. Ja, nicht uninteressant. Aber auch nicht so interessant, weil die werden jetzt auch wirklich teuer, ne? Also man muss, da muss man schon echt mal hier auch nochmal einen Blick auf EAM werfen. Und ja, Monk ist jetzt auch noch 2,6. Wenn wir hier so ein bisschen zurückgehen, Bass 2,2. Kann doch auch über eine andere Liste gehen. Raven ist dann günstiger und die ist auch gut. Also der hatte jetzt natürlich auch gute Technik, Sprengstoff und Medizinkenntnisse, glaube ich, ne? Es ist schon ein guter, der Kuga. Aber ich habe jetzt keinen speziellen Bedarf. Aber gut. Es wurde jetzt im Logbuch aktualisiert. Achso, bis dass ich bezahlt habe. Okay. Okay. Ja. Hier natürlich. An eine Sache hatte mich das ja gerade erinnert, aber ich habe es wieder vergessen. Ach ja. Ach ja. Ausgeschieden. Larry. Tja. Larry hat nirgendwo Plus gemacht, weil er ja am Ende abgestürzt ist und dann Minus gemacht hat in allem. In allen Fähigkeiten. Worauf ich mal eingehen wollte, ist eigentlich seine Historie. Weil Larry hat eine ziemlich große Familie und von Larrys Familie, also das machen wir jetzt nicht, aber erinnert mich mal dran bei Gelegenheit. Nämlich von Larrys Familie ist hier in der Veteranengalerie richtig viel los. Gary Roachburn. Weiß jetzt nicht. Da ist der Larry. Text hatte ich, glaube ich, gelesen, als ich gesehen hatte, dass der bei MERC zur Verfügung steht. Ich glaube, da sind noch mehr. Aber ich habe mir nicht gemerkt, wie die... wie die hießen. Elroy B. Tolkien. Das ist definitiv eine Anspielung an Tolkien. Herr der Ringe-Fans. Da, Sparky. Megan Sparky Roachburn. Da ist auch ein Potter dabei. Ich glaube, es waren sogar 4 Einträge. Ja. Colonel Leon Roachburn. Genau. Also zusammen mit Larry selbst 4 Familienmitglieder. John Ruben? Diese Namen waren ja hier auch irgendwo noch, ne? Ja. Genau. Also da muss ich noch mal lesen bei Gelegenheit. Über Larrys Familie. Aber mache ich jetzt nicht, denn es soll ja jetzt dann bald in den Angriff übergegangen werden. Wenn alle ausgeschlafen sind. Die mitkommen zumindest.
Die Frage ist, wer kommt eigentlich alles mit? Müssen ja nicht alle mitkommen. Oh. Niemand gestorben. Und es war in G18. Hier auf diesem Sektor haben sie aufgeräumt. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich auch was liegen, wenn ich da hinlaufe. Mal schauen, ob jetzt wieder welche schlafen wollen. Sieht so aus. Also, jetzt sind hier eigentlich fast alle wieder wach. Muss ich mal durchgucken. Flo kommt nicht mit, Biff kommt nicht mit. Gumpy muss nicht mitkommen. Hamus würde ich gerne mitnehmen. Der ist jetzt aber auch nicht mehr so müde. Also, na, machen wir noch ein Stündchen. Stündchen mehr. Oder zwei. Ich warte auf einen Befehl. Es lohnt nicht mehr, oder? Die schaffen jetzt nicht noch bis 11 noch eine Truppe auszubilden. Das wäre ein bisschen zu krass, glaube ich. Nee. Ihr sollt nicht mehr weitermachen. Also was ich halt direkt machen kann, ist jetzt nochmal zu... mit den beiden zum Laden zu gehen. Kies zu sprechen. Oh, hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Wir nehmen wieder Protektoren. Allesamt. Brillen weiß ich gar nicht. Ich glaube, die SWAT-Weste ist sehr gut. Aber die ist halt auch sehr kaputt. Die Dinger kann ich auch alle nehmen. Die Tarnbezüge. War mir auch noch nicht so bewusst, aber die kann man noch drüber spannen über die Helme. Und dann haben die immer noch ein bisschen mehr Tarnung. Das ist ja nicht schlecht, das zu haben. Ach ja. Reparaturkoffer. Brillen weiß ich halt nicht. Kann ja nochmal kaufen. Ja. Erstmal. Meistens werde ich mein Zeug ziemlich schnell wieder los. Ich bekomm's rein und nach ein oder zwei Tagen ist alles wieder weg. Cool. Ja, und ich könnte noch jemanden ein Messer besorgen.
Gut, wir lassen es erstmal so. Mit Ihnen mache ich. Und dann muss ich einmal gucken. Also ich habe diese ganzen Protektoren und diese Überzüge. Was hatte ich noch gekauft? Eine. Noch was gekauft? Ja. Den Koffer. Schon weg. So, Protektoren haben langsam auch alle. Achso, und ich muss noch den Kram hier wieder abgeben, den die eingesammelt haben, beziehungsweise ablegen, die eingesammelt haben, damit wir entsprechend Platz haben im Inventar. Die sind auch für den Laster. Was hat er noch? Ah, die Dinger. Das ist auch für ein Laster. Das muss repariert werden. Können wir auch tauschen. Kriegt er den DSM-Helm? Ansonsten... Ja. Yes! That's true. I don't know why, Tolias. But it seems so. Can't identify that symbol. Okay, yeah, Wer kriegt noch was von mir? Ich hab noch ein Granitchen zu vergeben. Hier. Und Helme, ich glaube, sind alle... Nee, es sind nicht alle besser ausgestattet. Wir haben noch ein paar Dvaron-Helme zu ersetzen. Das kann... Ja. So you need to start it, I guess. But I know two guys. But one guy has finished his Jagged Alliance 2 stream. He's still playing Jagged Alliance 3. As far as I know, he hasn't finished it. It is oh damn. I forgot his name. And the other one is Stuff Steven. He plays, I guess he is also someone from Eastern Europe because of his accent or has a strong accent. And so maybe family background from Eastern Europe. But he streams in English. Also Stuff Steven. You need to take a look. And he also plays Jagged Alliance 2 somehow often, and yeah, pro tip. Yeah, maybe he's the one.
Okay. Genau, Vince. Wo ist mein Winzer? Da. So, Bier und der Kram kann in den Laster. Ich suche jetzt hier nicht ewig rum. Und dann können sie eigentlich los. Unschön. Passt nicht die komplette Munition rein. Ja gut, dann ist es so. Achso, ich wollte ja nochmal mit Vince reden. Und auch gucken wegen der Sonnenbrillen. Ah, wir haben noch einige ohne Sonnenbrillen. Die kaufen wir einfach alle. Chris. Nimm doch mal diese Tvaron-Dinger. Und einfach noch die. Das wird eh sein Budget sprengen. Sie wissen ja, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. So, haben wir noch eine Hose? Leider nicht. Leider nicht. Schade, nur die SWAT-Weste. Und da müsste ich nochmal überlegen. Ich glaube, die ist sehr gut. 28, 90, 15. Ich denke, die ist sehr gut. Die hat auch nur einen leichten AP-Abzug. Die ist sehr gut. Ich wiederhole es. Ich kaufe die. Wenn es die schon mal gibt. Und ein Messer. Ich würde eigentlich gerne noch ein leichtes nehmen. Damit ich irgendjemandem, also, damit ich so ein bisschen Rambo-Messer eintauschen kann. Weil die sind halt wirklich, die sind halt schwer. Das ist halt der Nachteil. Was kann denn so ein Cuttermesser noch? Zum Kampf eher nützlich. Ja, gut. Vielleicht nehme ich das nicht. Ein Säbel braucht man. Ich nehme mal die beiden leichten Messer einfach noch. Alles klar. Sie bekommen sogar noch was raus. Cool, ich habe noch nicht sein Budget gesprengt. Das heißt, ich kann noch was verkaufen. Mit Ihnen. Von dem ganzen Kram, den ich hier zu liegen habe. Ja. Allzu viel wird er auch nicht mehr nehmen. Ich glaube, wir haben auch noch Tvaron-Besten im Team. Oder? Ja, Carlos. Was? Das Siegelmesser ist leichter als... Okay. Cool. Ich brauche mehr Siegelmesser.
Der hat schon ein leichtes Kampfmesser. Und er hat noch keins. Aber ihm kann ich eigentlich auch ein wuchtiges geben. Er hat auch noch keins. Ja, für Gumpy ist das super. Er kriegt ein leichtes Messer. Und Miguel nimmt so ein schweres. Dann. Irgendjemand kriegt noch eine Brille. Was hat er jetzt hier dran? Ach, so ein Ding. Der braucht nicht unbedingt eine Brille. Ja, Kämpfer. Ja, ich wollte es auch gar nicht. Huch, wo ist es? Nein, weggebackt. Nee, doch nicht. Gumpy hat auch eine Brille. Ja, hat einfach noch nicht. Ach ja, genau. Genau, deswegen hatte ich ihnen die Brillen abgesetzt. Die muss ich auch gleich noch verteilen, wobei ich kann die schon mal wechseln. Gut, dann kann der doch eine haben. Mad Dog, du hast keine Gasmaske mehr. Nimmst du die? Okay, Chris. Sie wissen, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay. Das ist zu viel. Alles klar, das war's dann. Ja, okay, das sieht in Ordnung. Alles klar, das war's dann. Ja, okay, der ist dann aber zu viel. Alles klar, das war's dann. Komisch. War das nur eine Falschmeldung gerade? Gut, mit dann. Mit Ihnen mache ich. Schauen wir nochmal. Was wir verhökern können, wollen, dürfen. Guardian-Westen und Stahlhelme haben wir noch. Sie will kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur... Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Gesch... Tut mir echt... Genau, das ist jetzt zu viel. Tut mir echt... Beides zu viel. Ja, okay, das tut mir echt... Einer vielleicht? Ja, okay, da... alles klar, das war's dann. Okay. Mit ihnen mache ich gerne dann habe ich es jetzt ausgereizt. Das bleibt dann hier. Und dann ist okay. So, eine Stunde noch.
Schadet halt nicht. Ah, Pablo kann auch wieder reparieren. Stimmt, die Einkäufe. Okay. So, jetzt nochmal alle durchklicken. Okay. Stopp. Ich werde besser. Wie weit sind wir bei Amus? Das ist okay. Das ist okay. Dabei belassen wir es. Ja. Mach die Gruppen auf. Wir haben Barry. Wir haben Brain. Wir haben Carlos. Dimitri. Ira. Und Miguel. Die müssen in ein Team. Dann haben wir Chris. Grizzly. Fox. Vince. Moose wollte ich ja mitnehmen. Eis. Wir haben Iggy. Wir haben... Ne? Mad Dog. Okay. Alle Teams sind voll. Übrig ist jetzt noch Gumpy. Der soll einfach schlafen. Und er kann... Nee, der ist kein Techniker. Der ist kein Techniker. Was ist denn Gumpy? Sprengmeister ist Gumpy. Vince kann danach weiter an der Kraft arbeiten. Hey. Und Gumpy auch. Ich weiß jetzt nicht, was der gerade trainiert. Und wer ist noch übrig? Der dritte. Alex. Da sie fit ist, ich könnte sie eigentlich mitnehmen. Ich könnte auch Vince mitnehmen, da beide fit sind. Ich nehme die beide mit. Was soll der Quatsch? Die sind wach. Gumpy ist nicht wach. Der kann jetzt nicht mit. Okay. Das heißt, sie kommen alle mit. Ist gut. Juhu. Ja. Ansonsten ist hier richtig was im Einsatz, rund um Cambria, an mobilen Milizen. Ja, los geht's. Ja, wir koordinieren alle. Ich könnte noch Verstärkung nachrufen, aber ich mach das nicht. Ich merke, dass Gegner da sind. Das hast du sehr gut gemerkt. Das sind aber auch nur 16 und wir sind nur 12 und wir sind 16 Leute. Wow. So, die Stunde ist um. Also bevor es losgeht,
Und ich sehe gerade, die Richtung ist gar nicht so ideal, von wo wir kommen, so wie es aussieht. Von Süden wäre besser, also von hier zum Beispiel, dann könnte man von hier dann hier aufs Dach gehen. Jetzt ist es halt nicht so. Wir brauchen Sprengstoffexperten. Denn das sieht gut befestigt aus. Ich könnte halt auch versuchen, hier zu landen und runter zu gehen. Das könnte auch klappen. Könnte klappen. Ja, und wenn ich die alle hier hinstelle und dann hier einfach nach unten durchschleiche und dann doch wieder hier lang. Falls es überhaupt geht. Ich muss mir erstmal die genauen Koordinaten, die genaue Karte angucken, wenn es dann soweit ist. Es ist viel zu ruhig hier. Da stimmt was nicht. Stimmt was nicht. Okay. Gut, Leute, ich muss mal eben kurz rüber. Ich bin gleich wieder zurück. Ich hoffe, hier passiert nichts. Falls doch, habe ich einen Speicherpunkt.
Yep. Ja. Bin bereit. ¿Qué pasa? Ja. 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 Yep. Sí. Ja. Ja. So, habe ich nicht wieder drauf gedrückt. Sowas. Anfängerfehler. Genau. Was ich gesagt habe, kann ich ja auch nochmal wiederholen. Genau, ich bin alle durchgegangen, damit ich nicht die Reparaturkästen vergesse, auch wirklich in die Rucksäcke zu packen, weil es ist halt immer ein bisschen komplizierter, die Reparaturkästen wieder aufzusammeln, wenn wenn die alle einzeln rumliegen und noch in den Händen bleiben, was ja oft genug passiert. Okay, also, schlauen Zettel. Eigentlich Z. Sieht aus, als hätte er das für alle gemacht. Nochmal nachgeladen. Die Sichtgeräte prüfen. Hat es nichts passiert. Alle in Deckung gehen. Und jetzt speichere ich nochmal und versuche mal hier dran vorbeizulaufen nach unten. Wir werden sehen, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Ich denke, von hier kann ich besser angreifen. Ich könnte hier Löcher in den Zaun schneiden und dann hier durch und aufs Dach. Das ist, denke ich, wäre so die ideale Vorgehensweise, denke ich. Carlos hat hohe Beweglichkeit. Ich vergesse. Ich schon wieder vergessen. Und Dimitri bleibt stehen. Ja, es scheint ganz gut zu gehen. So, ich habe die alle gut da runterbekommen. Ja. Okay.
leg sie jetzt erstmal alle hier so hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, okay. Und jetzt muss ich Trevor suchen. Ja. Ich habe ihn schon gefunden. So, Trevor ist ja unser absoluter Sprengstoffexperte. Ist er das überhaupt? Oder haben wir jetzt nicht noch einen besseren? Ja. Barry ist sogar besser. Und Barry hat einen Metalldetektor. Genau, also wir gehen mal mit Trevor und Barry. Ja. Yep. Nach vorne. Bin ich sicher. Ich glaube, damit kann man nur... Ja. The bad boys sind hier. Machen wir ihnen ein bisschen die Hölle heiß. Jetzt sind sie schon da. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass er jetzt uns gesehen hat. Ich könnte mal versuchen. Ich nutze jetzt einfach mal den Speicherpunkt. Er geht wieder weg. What's up? Und der Kampf ist wieder vorbei. Okay. Das war nur eine... Yo. Yep. Nur eine Patrouille, die mich aber gar nicht gesehen hat. Ja. So. Yep. Sie hat eine Drahtschere. Ja. Die Jungs haben keine. Ja. Alex würde ich aber gerne ihre Drahtschere lassen. Andererseits. Hat denn noch jemand eine Drahtschere abzugeben? Sie. Ja. Bin bereit. Gib Wasser. Ja. Ja. What's up? Ich sehe einen rotten Mann. Sieht wieder nichts. Gib Wasser. What's up? Ja. 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 Nee. Sieht so aus, als hätte nur Alex eine Drahtschere. Sie trägt auch noch so ein Zielfernrohr mit sich rum, was sie nicht nutzt. Ich gebe die Drahtschere an Barry. Ach so, für diese spezielle... Naja, die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Können wir gar nicht einsetzen. Geh mal wieder weg, du da. Sie. Du Typ. Okay. Sie. Rotten Man immer noch hier. Ich komme natürlich verdammt nah ran. Geh mal ein bisschen hier oben lang. Ich hoffe, ich komme da durch. Jawohl! Ohne dass die. Es gibt Ärger. Ja. Yep. Ja. Ich glaube nicht, dass der schon was gesehen hat. Ja, 40 AP habe ich nicht mehr. Es gibt noch Feinde in der Nähe. Nein, du sollst nicht Trevor angreifen, du sollst den Zaun zerschneiden. Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja? Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpel. Genau, deswegen... Ja. Die beiden... Ich hoffe, meine Ohren funken mir was vor. Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpel. Es gibt Ärger. Oh, okay. Ja. Ja. Nee, wir machen das anders. Wir machen das anders. Also, ich glaube, es wird kompliziert, da wirklich reinzugehen. Ja. Ich mach's so. Ich begebe mich mit allen so hinter die Steine. Erst einmal. Yep. Ja. Ja. Wird gemacht. Ja. Ja. Okay. What's up? Ja. Wird gemacht. Ja. Okay. Sie. Verteil die alle so ein bisschen. What's up? Hier in den Bereichen. Ja. Sie. Está bien. Sí. Ja. The bad boy is sent here. Machen wir ihnen ein bisschen die Hölle heiß. So, und jetzt machen wir denen die Hölle heiß. Einfach so. What's up? Das ist vollkommen verständlich, Thyra, weil ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für 42 Bits nochmal extra auf das verlängerte Abo. Danke dir, Thyra, weil ich schlaf gut. Vielen Dank für die Unterstützung. Und gerne bis morgen. Also im VOD. Genau. Wie gut er mit dem Maschinengewehr ist. Schon von Anfang an. Wenn ich da nur so ein bisschen ziele. Im Vergleich zu dem Gewehr. Ja. Der ist MG-Schütze. Also lass uns das mal nutzen. Brauchen natürlich auch einen Burst. Oder ein Auto. Burst ist okay. Ein Dreier-Burst. Why you not treffing? Natürlich schade. Okay. Jetzt hat er getroffen. So, dann sollen sie mal kommen. Ja. Jetzt habe ich eh ihre Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Und dann kann ich entsprechend schon mal in die Richtung schauen. Und sie erwarten. Yep. Ja. Ja. Du gehst einfach auch darunter. Und hilfst da ein bisschen mit.
Bin bereit. Ihr achtet auf den Teil von hier oben. Wer von dort so kommt. Da hat ja gerade jemand eine Granate auf uns geworfen. Das bedeutet, da wird es auch nicht ganz friedlich werden. Ah, guck mal so. See. Hier hilft von hinten auch. See. Zu gucken. Yeah. Ja. Er muss auch Richtung Dach gucken. Bin bereit. So, wir haben noch Fox und Chris. Bin bereit. Ja, und die sind eigentlich die beiden mit den besten Scharfschützengewehren, ne? Ich habe jetzt... das hat natürlich einen gewaltigen Nachteil, dass ich die Pistole von ihr jetzt nicht wegpacken kann. Brauchen einen MP-Holster. Ich hoffe, da kriegt man diese Pistole rein. Das heißt, ich muss die auf die Erde legen, um die zu tauschen. Das ist natürlich schade. Okay, wir sehen da nichts. Dann mache ich einmal den Blick mit Chris aufs Dach. Da ist jetzt erstmal noch niemand. Sagen, ich lasse es auch so. Und wenn da jemand kommt, dann sehe ich den gleich. Wobei, eigentlich ist es fast schöner, wenn ich hier lang gucke. Ja. Okay. Na dann, lasst die Spiele beginnen. Das, den spannenden Teil vom VOD. Dann für Tyrawal. Vielleicht ist ja auch noch jemand live dabei. André, vielleicht bist du noch live dabei. Vielleicht ist ja auch der Toliast trotz der deutschen Sprache live dabei. Ich kann aber auch gerne ein bisschen Englisch sprechen, wenn du noch da sein solltest. Da hat jemand den Alarmknopf gedrückt und das löst irgendwelche. Ja. Irgendwelche Granaten aus oder irgendwelche Gasfreisetzungen. Und ich bekomme eine Unterbrechung für Iggy und. Ich kann es nicht sehen von hier. Grizzly, was siehst du denn? Den Kopf siehst du. Ja, dann. Versuchen wir es doch mal mit dem Kopf. Du kannst ja ganz gut zielen. Nicht geklappt, aber versuchen wir mal. Schade. So, und wer war der andere? Ja. Grizzly war der andere. Er sieht auch seinen Körper und trifft doch mal. Sogar ziemlich gut. Chris und Ira bekommen eine Unterbrechung. Ich übergebe erstmal ein Ira. Was ist denn Ira? Hier ist Ira. Yep. Der ist ja schon fast hinüber. Schade, da war was im Weg. Ja, dann will Chris das versuchen. Klappt auch problemlos. Der ist schlecht, der ist quasi tot. Nicht quasi, er ist tot. Wir haben noch 11 Gegner. Ja. Grizzly, neue Chance, ihn zu erledigen. Wobei, ja, vielleicht geben wir erstmal Iggy die Chance. Ja. Ja. Der wird nämlich nicht. Ich kann es nicht sehen von hier. Der wird nämlich nicht teurer, der bleibt so teuer, wie er ist.
Das hat sehr gut geklappt. Das ist schön. Das finde ich auch, Iggy. Ja. Wir haben noch 10 Gegner. Ja. Vorsicht, ich glaube, wir haben noch nicht alle erwischt. Okay, vielleicht kriegen wir trotzdem noch die Gelegenheit, hier reinzugehen, weil die einfach nicht kommen. Bin bereit. Noch mehr Verräter. Okay. Irgendjemand hat den jetzt gesehen, es ist Iggy. Ich kann es nicht sehen von hier. Willst du einen Kopfschuss machen? Und er macht das sogar einfach so. Ich kann es nicht sehen von hier. Doch, den Kopf siehst du doch. Sehr schön, Iggy. Ja. Ja. What's up? Interessant, dass nur Iggy den Blick hat. Wahrscheinlich wegen seinem. Ja. Fernrohr. What's up? Ja. Yep. Okay. Also ich nehme mal Trevor hier raus und auch Barry hier raus. See. Dann schick mal Miguel vor. Und Dimitri. Dass die mal dort die Seite decken. Die müssten ja. Naja, die Abdeckung ist schlecht. Sie sehen nicht gut. Aber wenn da jemand im Stehen kommt, dann sehen sie das. Vielen Fällen. See. Auch die beiden haben ja dann einen guten Blick. Bin bereit. Lass sie mal aufstehen. Ich glaube, dann sollte sie ja noch besser in die Richtung blicken können. Aber ist gar nicht so viel besser. Interessanterweise. Mach das gleiche auch mal mit Chris. Okay, ein bisschen besser sollte es sein. Okay, und die beiden schicke ich dann mal gleich vor, das einfach nochmal zu versuchen. Jetzt aber mit Deckung. Der ist gut getroffen. Hamus sieht einen weiteren und es hat sich gelohnt, ihm sein Gewehr zu pimpen. Durch das Zielfernrohr und das Bolzen und Fieder kann er jetzt auch sehr genau schießen. Leider nicht geklappt. Der aber. Ja. Na, und er rennt in Dimitris Sichtfeld. Leider so, dass er nicht auf ihn schießen kann. Das ist natürlich bitter. Habe ich nicht mit Dimitri? Ach nee, ich habe mit Dimitri gerade schon mich bewegt, deshalb. Da nichts mehr möglich. Ja. Aber jetzt. Sie. Que pasa? Jetzt sind die beiden gedeckt. Ich würde jetzt auch eher hier nach
weiter unten gehen. Ja. Wird gemacht. Um hier die Löcher reinzuschneiden. Ja. Bin bereit. Und Fox bekommt eine Unterbrechung. Schön getroffen. Rotten Man. Oh, wen haben wir denn da? Jemand mit Fragezeichen auf dem Kopf. Dem Kopf, der aber auch sehr alarmiert zu sein scheint. Ist halt die Frage, ob der einen angreift. Ja. Sie. Die Passe. Der wird nur noch von Fox gesehen. Bin bereit. Kann ich das jetzt hier vielleicht beenden? Ja. Fantastisch. So, da waren es noch 9 Gegner. Einer ist verletzt und blutet hier rum. Ja. Ja. So. Barry kann damit beginnen. Löcher. Nicht schlecht. Da reinzuschneiden. Und ja. Trevor kann schon direkt reingehen. Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpel. Genau. Ja, ich lasse die Runde wieder. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Okay, wer auch immer er ist, er hat direkt getroffen und er ist hostile. Sie. So. Das bedeutet, Miguel. Du kommst schnell da raus. Ja, hier comprendido. Lang. Hier lang, runter. Ja. Frage, was der sieht. Ja. Wir wissen ja im Moment nichts. Nicht schlecht. Gehen mal rein. Ja. Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpel. Dann muss ich ja hier noch ein bisschen ein Bild machen. Ja. Gespeichert haben wir an der Stelle. Sie. Schauen wir mal genauer hier hin. Ja. Die Passe. So wie die halt auch. Genau, und Madoc, Madoc auch. Wenn ich ihn jetzt aufstehen lasse, sieht er was? Das ist die Frage. Ich würde es mal versuchen. Er sieht nichts. Tatsächlich gar nichts. Ja, dann bleib lieber unten. Und da hat er eine Unterbrechung, aber nicht von dem Unbekannten, sondern einem der Truppen Date Runners. So. Der hat sich jetzt hier quasi ausgeliefert. Wer wird denn... Sie. Ah, Carlos sieht denn da hinten auch noch. Versuchen wir es. Hat er nur den da vorne getroffen? Die Passe. Ja. Ja, Dimitri ist ja unser Granatenass. Und Wurfass.
könnte jetzt voll auf ihn schießen. Oder ich werfe mal eine Granate rüber. Einfach weil da einige zu kommen scheinen. Und auch dieser besondere Typ. Allerdings habe ich keine Granaten, die so richtig gut geeignet sind dafür. Er hätte eine Tränengasgranate parat. Könnte ich halt versuchen. Hier hin zu werfen, das wäre, denke ich, auch ganz gut. Ich speichere vorher nochmal, weil ich habe keine Ahnung, wie gut er werfen kann. Hat gut geklappt. So. Ja. Und jetzt gibst du ihm nochmal einen Feuerstoß mit, würde ich sagen. Das reicht. Ich weiß nicht, wie die verzieht. Machen wir mal nur 5. Leider überhaupt nicht geklappt. Gut, dann ist es eben so. Wir bleiben aware. Sie. Miguel kommt weiter zurück. Keine AP mehr. Vince. Ja. Ist gleich zum Einsatz. Bis jetzt sofort. Und verarzten ihn. Ja. Trevor muss noch... Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpo. Genau, der muss da noch gucken. Ist jetzt... Ja. Out of AP. Und hier wäre, glaube ich, auch noch was. Jetzt aber erstmal egal. Okay. Gut. Ja. So, der Typ kommt näher. Dimitri hat eine Unterbrechung. Der sich jetzt meldet, wenn ich auf ihn schieße? Nö. Mad Duck hat eine Unterbrechung. Er trifft nicht. Und dafür trifft er sofort. Sie stecken tiefe in Maultierhaufen. Und der zählt halt auch nicht, ne? Also. Gib Wasser. Hamus ist jetzt auch getroffen. Ja. Dieser Typ zählt nicht. So, da jetzt aber wirklich alle auf einem Fleck stehen, würde ich sagen. Jetzt nutzen wir seine. Werffähigkeit. Das hat ihm nur sehr, sehr wenig Schaden gemacht. Uhu. Das lohnt sich nicht. Schade eigentlich. Noch eine kann er nicht werfen. Wir gehen jetzt lieber richtig in Deckung. Und Hamus muss noch mehr raus. Miguel, okay, du... Was mache ich mit Miguel? Den kann ich natürlich... Gib Wasser. Sie. Auch mehr reinziehen jetzt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ihn an die Wand zu holen. Comprendido. Machen wir mal. Que pasa? Hamus muss ebenso raus. Sí. Weg da. Bin bereit. Und ich muss Chris und Fox mal warum hat das mit dem Rennen nicht geklappt? Zur Unterstützung mit näher ranholen. Bin bereit. Dahinter wäre schön.
Das klappt auch bei Fox. Hallo Gracer, schön, dass du da bist. Ja. So, Vince muss gleich Hamus verarzten. Ja. Ich würde aber sagen, wir ziehen mal noch Leute hinzu. In diese Richtung. Wir können jetzt ja auch gleich um die Ecke kommen. Ja. Wir werden es gleich sehen. Yep. Ja. Ja. So, und Barry kommt aufs Dach. Da ist auch noch niemand. Gut. Yep. Und Trevor muss hier noch... Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Was entdecken, genau. Dann würde ich fast sagen, kommt er hier in die Ecke und bewacht mal die Ecke. Okay. Sieh. Gut. Wir sind gespannt, was als nächstes passiert. Yeah. Unterbrechung für Mad Dog. Ich würde auch wieder auf diesen Typen hier gehen. Mad Dog, du triffst einfach leider gar nicht. Das ist äußerst schade. Ja. Iggy und Brain kriegen eine Unterbrechung. Das ist schon auch sehr schön. Und Iggy trifft auch. Zweimal sehr gut. Ja. Und Brain das auch. Abschließend dachte ich, ist aber nicht so. Ei, caramba. Ja. Okay, der ist betäubt durch das Tringas. Und der gute Moose wurde erneut getroffen. Ich bringe ihn jetzt hier zwischen die Steine. Und Vince, ja, kommt ihn zu verarzten. Komm mal hier rum. Ja. Ja. So, ich kann es nicht sehen von hier. Ja. Ist nicht so dringend. Also, wir müssen den Typen hier kalt stellen. Wir werfen einfach noch eine Granate mit da rein. Ich stolz sein. Sehr gut. Und wieder ab auf den Boden. Sieh. Sieh. So, Miguel, du sollst mit rüber. Okay, der ist stark beeinträchtigt durch seine Verletzung. Yep. Aber es ist, wie es ist. Sie schafft es nach drüben. Ja. Yep. Wir können ein bisschen näher gehen noch. Wir sind immer noch bei 9 Gegnern, die wir haben. Plus diesen einen. Weil der zählt da nicht mit, wie gesagt. Einer ist gerade bewusstlos, ein anderer ist schlecht vom Status. Noch ein weiterer ist, glaube ich, auch bewusstlos geworden. Ich habe einen gehört, dass er bewusstlos geworden ist. Also eigentlich haben wir nur noch 8 Gegner. Wir sehen 1, 2 davon, von den 8.
Okay. Dann. What's up? Ah, dann. Bin bereit. Lass ich Fox mit unterstützen. Sieht gerade niemanden, weil der auf dem Boden liegt. Chris. Geh mal noch ein bisschen da lang. Und dann zielst du auch. Chris sieht jetzt den. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Ist aber kein Problem. Seh! Carlos sieht ihn auch. Ich kann Carlos den aus dem Rennen nehmen. Ist wahrscheinlich. Nicht so 1000% wichtig, aber besser hört er auf, eine Gefahr darzustellen. Bin bereit? Ich fass es nicht. Mai kämpft für die andere Seite. Willst du noch etwas sagen, bevor du stirbst? Okay. Es ist Mike. Ich kann gerade noch mit ihm reden. Nun guck doch nicht so. Mir ging's nie um Ruhm. Mir geht's ums Geld. Zu spät. Ich stehe schon auf einer Gehaltsliste. Sie haben mich angerufen und die Kohle stimmte, also habe ich den Job angenommen. Mir ist egal, für wen ich arbeite. Hau ab. Ich lasse dir einen Vorsprung, bevor ich dich erschieße. Mike. Ja, den müssen wir uns merken. Jetzt weiß ich auch, das wie er heißt. Das werde ich nie treffen. Können wir doch mal einen Kopfschuss versuchen, würde ich sagen. Getroffen. Getroffen. Ein schöner Treffer. Darf da noch jemand? Ich. Nee. Sie ist die Einzige mit einer Unterbrechung. Und sie hat ihn schön in den Kopf getroffen. Er ist weiterhin gesund, natürlich. Bereit? Okay, ja. Dimitri. Wir kümmern uns weiter um Mike. Mike ist gesund. Dem geht's hervorragend. Ah, yeah. Wir wollen nicht, dass es ihm hervorragend geht. Sie. Sieht denn irgendjemand? Chris, so wie es ausschaut. Sieht den? Ja, Chris sieht den. Ja, dann. Zwar getroffen, aber hat nicht gereicht. Ja. So, Barry kann ich mal ein bisschen erkunden lassen. Yep. Ira kommt mit hoch. Sie. Miguel kommt mit dran. Die Basse. Da Hamus auch nichts mehr weitermachen kann, bringe ich den auch nach vorne. Sie. An die Wand. Ja. Und Vince bleibt auf Warteposition. Ja. Ich weiß nicht so wirklich, was mit denen ist. Die schützen hier zwar die Seite, aber da ist halt auch niemand. Es kommen halt alle von hier, mehr oder weniger. Im Moment zumindest. Es sind ja auch einige noch nicht auffällig geworden. Ja. So, ich kann mit Trevor noch näher rangehen. Wir rennen mal nicht.
Kannst du auch nicht rennen? Wie nicht? Okay. Und dann können wir mal diesen Seitenschritt machen. Ich hoffe, es passiert nichts. Ich würde mal nicht schleichen. Oh, fucking hell. Was kann das sein? Genau. Man, das ist Mike. Was für ein nettes Wiedersehen. Ja, genau. Ich würde Mike gerne eine Ladung Schrot reinpumpen. Und dann? Mache ich mich wieder weg. Mike ist immer noch gesund. Ich hoffe, ich kann den irgendwie festnageln. Der hat mir ja ordentlich zugesetzt schon mal. So, okay. Bin bereit. Bin bereit. Ja. Okay, dieses Mal ist nichts passiert. Kein Angriff. Ich kann immer noch auf den da schießen. Das machen wir mal. So, der ist jetzt im Status stirbt. Das ist gut. Ja. Wir gucken mit Dimitri wieder hoch. Ich glaube, Mike hat sein Gewehr verloren. Kann das sein? Ich werfe jetzt noch eine Granate hier hin. Also. Das hat, glaube ich, die beiden verletzt. Wir gehen wieder runter. Ja. Mal mit Ira da lang. Na, sie sieht da noch nicht gut. Sie. Gel kommt auch hoch. Macht noch nichts. Gib Wasser. Sie. Kommt hinterher. Ja. Ja. What's up? Ja. Zieh mal Alex. Ja. Ja, Grizzly und Ice beschützen mal die Flanke dort. Alex kommt ja nach. Iggy eigentlich auch. Das ist Quatsch, den da jetzt noch zu lassen. Yep. So, und Trevor kann nochmal in Aktion treten. Oh, fucking hell. Mike liegt da. Jetzt so ein bisschen die Frage, was ich mache. Ich könnte auch zu dem Typen rennen und jetzt auf ihn einstechen mit einem Messer. Wobei er nur ein Mehrzweckmesser hat. Oder auf ihn einprügeln. Kraft ist jetzt nicht so groß bei Trevor, aber es würde gehen. Setz mir die Gasmaske auf und renn darüber. Damit ich den bewusstlos halten kann. Es kann jetzt aber auch schief gehen. Ich habe den Speicherpunkt, ich versuch's einfach mal. Okay. Okay, okay, okay. Kann natürlich auch immer jemand hier um die Ecke kommen, ne?
Ich hatte gesagt, 8 sind noch im Rennen. Der ist hier, stirbt, sind es jetzt 7. Der ist bewusstlos, sind quasi 6, die noch da sind. Einer war hier, der ist jetzt wieder weg. Der könnte jetzt natürlich auch rumkommen und Trevor Ärger machen. Das werden wir gleich sehen. Ich werde vielleicht mal mit Chris noch versuchen, mehr abzudecken. Und mit Fox ebenso, indem sie sich hinstellen. Oh, Fox sieht sehr schlecht von dort tatsächlich. Aber gut, es ist wie es ist. Gut. Ja. So, und es bringt jetzt auch nichts, Brain da zu lassen, weil dort jetzt erstmal niemand mehr Zeit braucht. Ja. Weil die sind hier eh bewusstlos und bleiben es hoffentlich auch erstmal. Ja. Und demnach können wir Mike auch mit, Mike Vince natürlich auch mit. In Ordnung. Nachholen. Ja. Die geben da noch Deckung. Ja. So, er kommt tatsächlich raus. Sehe. Er schießt aber nicht auf Trevor. Stattdessen bekommt Carlos eine Unterbrechung. Da müssen wir jetzt mal schauen. Hat der ein Zielfernrohr? Der hat ein Zielfernrohr. Das ist gut. Und dann können wir auch mal einen guten Schuss abgeben. Nicht getroffen, aber der sollte ihm doch ganz schön ein Schrecken eingejagt haben. Hey. So. Ja. Du bleibst jetzt einfach mal dabei und haust den. Mike. Ja, einmal noch. Noch einmal. Immer noch nur schlecht. Okay. Wir werden mal schauen, ob wir den vielleicht nochmal überredet kriegen irgendwie. Keine Ahnung. Kann man... Ja, vielleicht kann er dann nochmal mit ihm reden. Mal schauen. So, dann haben wir Miguel hier oben. Gehen mal näher ran mit Miguel, aber halten ihn mal lieber auch möglichst raus. Ja. The Brain kann auch wirklich mal vorstürmen. Mike. Kennt Mike auch. Alle kennen Mike. Geben mal dem da einen. Zwei Patronen mit, jetzt stirbt er. Okay. Der ist also auch aus dem Rennen. Und gehen zurück. Ja. Iggy kommt mit drauf. Yep. Ara guckt ein bisschen. Okay. Sie sieht auch da weiterhin nicht wirklich was. Ja. Barry könnte ich natürlich jetzt nehmen, um gegen den da vorzugehen. Sieht ihn aber überhaupt nicht. Ziel doch mal dorthin. Falls er sich da bemerkbar machen sollten. So, dann holen wir Alex rein. Achso. Amus erstmal. Ja. Vince? Ja. Jawohl. Alex. Ja.
Okay. Können wir hier den Trupp eigentlich auch langsam auflösen? Red Dog kann mit rein. See. Und Carlos auch. Ja. Du kannst wieder aufmerksam gucken. Ja. What's up? Ja, wir nehmen Eis auch mit rein jetzt. Ja, wir können von da oben eigentlich alles sehen. Nehmen die alle rein. Ja. Ja. Okay. Die bleiben hier noch in Lauerstellung. Es hätte ein schöner Treffen abgeben können. Hätte es tatsächlich. Also, es ist zum Glück nichts passiert. Ja. Barry sieht den Typen erst jetzt. Oh. Maria! Yep. So, du kannst die abnehmen. Die Sonnenbrille wieder aufsetzen. Mike. Passiert noch einer. Versuch jetzt mal mit ihm zu reden. Mal gucken, ob das geht. Kann gerade nicht sprechen. Ich verpasse ihm keine mehr, sondern schieß mal auf den da. Weil das ist ein bisschen riskant für Trevor. Okay. Ich denke, das ist ganz gut. Der sollte jetzt nicht mehr so viel machen. Okay, wie viel haben wir denn noch? Jetzt gucke ich nochmal auf die. Hier stehen jetzt noch 6, 7, 8. 2 sind am Sterben. Die beiden hier, der ist jetzt schlecht und einer ist noch verletzt hier. Ja. So, die andere Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Und es ist gleich 23 Uhr. Das heißt, es ist auch bald Bettzeit, aber ich mache das hier erstmal fertig. Looten wäre dann noch eine andere Frage. Okay. So. Ja. Gib Wasser. Rauf mit dir. Verletzter Hamus. Ja. Und dann nehmen wir uns mal ein bisschen Raum hier. Ja. 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 Gib Wasser. So, ja. Rüsli ist der Vorderste, der kann auch hoch und noch ein bisschen vor, weil er so viel Beweglichkeit hat. Kraft. Da kommt auch noch hoch mit seiner großen Beweglichkeit und er kann auch noch ran. See. Alles. Ebenso. Bueno.
Ja. So, Brain. Könnten wir noch einsetzen? Das wäre, denke ich, nicht so unwichtig, dass wir den hier auch nochmal reinnehmen. Und vielleicht auch noch auf den schießen. Da trifft er nicht. Ja. Aber gut. Dimitri, versuch mal von dort zu decken. Dann siehst du ein bisschen besser, glaube ich. Bin bereit. Da passiert nichts mehr. Ich hol Chris mit rein. Es sind immer noch 6 Unbekannte. Ah ja. 4 eigentlich noch. Oh. Da ist der Feind. Okay, da tut sich was. Yep. Kam Unterdrückungsfeuer, allerdings nicht von dem, sondern von einem seiner Kollegen. Den habe ich getroffen. Ja. Vinci den auch, aber das ist doch recht unwahrscheinlich, dass Vinci ihn trifft. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Wir können da zweimal versuchen. Ja. Auch Grizzly sieht da niemanden. Ja. Okay. Wie auch immer das Unterdrückungsfeuer gemacht hat, wir sehen bisher niemanden. Gepasse. Und auf den Bauch mit Hamus. See. Der ist mir zu gefährdet. What's up? Es kommt auch hoch. Legt sich noch vor. Ja. Also Mike geht's schlecht. Verpassen wir noch eine? Kritisch. Und dann hat nicht geklappt. Ja. Barry. Sehr gut. Das Gewehr ist verlässlich. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Das freut mich zu hören. Ja. Okay. Dann weiter rein mit uns. Ja. Bin bereit. Das möchte ich mir mitnehmen. Ja. Hab ich. Insbesondere, wenn sie jetzt hier in den Nahkampf Toll. Geht. Es ist niemand mehr hier draußen, okay? Alle sind drin. Ja. Du deckst hier mit die Flanke. Von Trevor. Okay. Ja. Ja, wir lassen es. Wir lassen es dabei. Zeit zu speichern. Trevor sieht 2. Ja. Ihn jetzt mit Brian und holen uns den. Was liegt da? Egal. Was kann das sein? Anzielen wieder. Ja. Trevor bewacht Mike. Bin bereit. Ja. Ab nach oben. Bin bereit.
Ab nach oben. Da auch noch ein bisschen. Einlaufen, der sieht jetzt den da. Erb! Ja. Wenn auch Vince sieht, Vince schießt nochmal. Dann runter. Erb! Okay, Ira. Sehr gut. Ja. Der Doc sieht ihn jetzt auch. Ja. Grizzly kann auch mal schießen. Das Grizzly trifft. Irre. Okay. What's up? Ja. Ja. So, Iggy. Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt noch 6. Der ist quasi geklärt. Also 5. Ein weiterer müsste verletzt sein, irgendwo. 4. Sich also nicht so viel getan. Immer noch bei 4. Ja. Das dachte ich mir fast. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Weil irgendwo muss ja dieser Typ sein. Aber dass ich ihn nicht sehe, ist irgendwie verrückt. Ziel doch mal in die Richtung. Der muss hier irgendwo hocken. Ja. What's up? Ja, das ist halt der, ne? Der ist. Kennen wir ja schon. Ja. Okay. Bin bereit? Ja. Sieh. Und drunter. Der ist aus dem Rennen eigentlich. See. Der macht nichts mehr. So, Mike. Hockt er wieder? Man kann es halt nicht erkennen. Er sieht so aus, als würde der wieder hocken, oder? Ja, der hockt wieder. Yep. So. Du bist das Ziel und ich treffe immer. Ja, du bist immer noch von dir überzeugt, ja? Du bist das Ziel und ich treffe immer. Okay, er ist immer noch von sich überzeugt. Hauen wir ihm nochmal eine runter. Yep. Ja. Soll das zu zweit machen? Arr. Arr. Arr.
liegt er wieder. Hat er davon? Der ist doch tot, ja? Hoffe ich doch. Okay. Bin bereit. Gut. Sie können also auch hoch. Ja. Verdammt. Er sieht ihn, aber eigentlich wollen wir gar nicht das mit ihm machen. Yep. Soll doch lieber Ira ihre Skills verbessern. Nimm das. Und er nimmt es. Er nimmt es dankend an. So, irgendwo dort ist immer noch ein weiterer. What's up? Wir wissen nicht, wo. Gib Wasser. Sie. Krabbelt mal. Ja. Okay. Ja. So, mal schauen. Ja. Kein Unterdrückungsfeuer. Irgendjemand hat immer noch Schmerzen. Das ist vermutlich der Bewusstlose. Oder das war gerade Mike. Ja. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen kann. Ja. Brian. Renn mal vor. Hier liegt was. Ja, okay. Da liegt ganz gute Ausrüstung. Ja. Chris kommt jetzt mal hier rüber. Und Trevor rennt mit da nach vorne. Okay, die sind ja hier alle am Zielen und am Überwachen und am Aufpassen in der Richtung. See. Bin bereit. Ja. So. Ja. Die passen da auf. Gib Wasser. Sie. Und die krabbeln weiter. Okay. Sie. Mike verliert wieder einen Lebenspunkt. Er stirbt. Okay, er kann jetzt nicht reden. Und er stirbt tatsächlich. Wir machen jetzt Folgendes. Ich hole mir den Vince. Ja. In Ordnung. Und Vince verbindet den nochmal. Könnte einen Blick wert sein. Okay. What's up?
niemand zu sehen. Aber irgendwo dort muss noch jemand sein. Da hat irgendjemand Sperrfeuer gemacht. Das könnte natürlich sein, dass es der Verletzte war, der jetzt irgendwie umgekippt ist. Aber ich glaube, der ist schon viel früher umgekippt. Es sind trotzdem noch drei Verbliebene. Irgendwo. Ja. 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 Da. Da ist er. Runter mit dir. Er wird zwar noch gesehen, aber da können wir jetzt nichts machen. Dimitri sieht ihn nicht. Das ist schade. Ich versuche aber trotzdem. Okay. What's up? Ja. Sie sieht ihn nicht. Leider. Bin bereit. Fox sieht ihn so. Aber das wird so auch nichts mehr. Ich hoffe, Iggy hat jetzt keine reingebraten. Er sieht ihn schon, ne? Oder sieht der Mike? Kann sein, dass er Mike sieht. Ja. Ja. Mach ich. Nee, der sieht den Typen nicht. Ja. Okay. ¿Qué pasa? Ja, die sollen auch mal ein bisschen wegbleiben, wer weiß. Die da Granaten hochwerfen oder irgendwas Unanständiges machen. Das wollen wir alles nicht erleben. Sí. So, das ist nicht der Verletzte. Das ist der, den ich jetzt einmal getroffen habe. Ein anderer ist noch verletzt. Das heißt, zwei sind noch unklar. Sie. Der ist jetzt rausgelaufen dort. Das ist ja ungewöhnlich. So, ich verbinde den jetzt. Den Mike. Ja. So, Iggy sieht ihn nicht. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur gucken. Von dort. Ja. Und Brain sieht ihn auch nicht mehr. Wir gucken einfach jetzt auch nach dort. What's up? Nice. Shit. Okay, du kannst von da nicht gut schießen. Schade eigentlich. Yeah. Mad Dog.
Versuch so. Am Ende ist es halt schade, dass er ausgeflippt ist. Weil dadurch konnten wir ihn weniger treffen als anders. Einer weniger. Okay, dann wären noch zwei unklare. Einer muss verletzt sein. Yep. So. Yep. Trevor geht vor diese Tür. Mache sie auf. Und da ist einer. Ich habe das erwartet. Trevor trifft nicht. Schade. Ja. Also, wir haben Dimitri. Der steht mehr oder weniger direkt über der Tür. Kann nichts mehr machen. Schade. Ja. Und Barry wird da auch nichts mehr machen können. Wenn der jetzt da runterkommt, okay. Ja. Ja. Mike, wie schaut das aus? Kritisch. Mike ist nur noch kritisch? Ja. Das reicht. Mehr Verbandskasten. Mehr Verbandsmaterial bekommt er jetzt nicht von mir. Denn es geht wieder nach oben. Bleibt in der Nähe, würde ich sagen. Ja. Grizzly, dann deck doch mal in der Richtung ab. Ja, dort einiges. Yep. Ira. Auch mal vor. Deckt mal in die Richtung ab. See. Yeah. What's up? Und alle helfen da mal mit. Bei der Deckung. Bin bereit. Fox kann runter. Ja. Ja. Na, Trevor kann jetzt nochmal Blick reinwerfen. Er ist weg. Renn hinter die Tür. Au. Fuck. Yep. Ist nicht so schlimm. Wir rennen hinter die Tür. Die ist ja geöffnet. Das heißt, er müsste dort eigentlich ganz gut gedeckt sein. Dann, Barry, ja? Setz dir mal eine Gasmaske auf. Deck mal die Richtung. Und generell. Okay. Sieht so aus, als seien beide dort drin. Die noch übrig sind. Der dritte müsste irgendwo hier sein und seinen Verletzungen langsam erliegen. Denke ich. Es sei denn, das war jetzt Mike, von dem ich die Schmerzensschreie gehört habe. Kann sein. Kann durchaus sein, dass es Mike war und nicht... Ja. Nicht jemand mehr von draußen. Dass ich die... Ja, den jetzt quasi schon dazugerechnet hatte, den einen immer noch dazugerechnet hatte, aber eigentlich schon irgendwann erledigt hatte. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ja. Okay, Chris.
ist er aufgestanden und hat hier noch eine verpasst. Geil. Rede mit ihm. Du bist das Ziel und ich treffe immer. Tja, ich fürchte, Mike. Er stirbt und steht. Reden nochmal. Du bist das Ziel und ich treffe immer. Er will nicht. Er will einfach keine friedliche Lösung. Dann würde ich sagen, let it be so. Okay. Yep. Deck nach da ab. Ja. Barry. Barry steht halt jetzt im Weg, ne? Wir rennen jetzt rein mit Barry. Ich speichere nochmal. Wird gemacht. Okay, da ist einer. Wir rennen nochmal rein mit Barry. Maria! Wir rennen nochmal rein, Barry. Jawohl! Ja, der wird schon immer auf ihn schießen, ne? Ah. Da werden wir nicht rumkommen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Was wir halt machen könnten, wäre noch eine zweite Tringasgranate zu werfen oder eine Rauchgasgranate. Das ist auch Rauchgas. Dann werfen wir doch mal hier eine Rauchgasgranate hin. Weil dann sollte der eigentlich nichts mehr sehen können. Jetzt müssten wir eigentlich durchrennen können. Speichern nochmal. Maria! Nee, es ist noch nicht genug ausgebreitet. Guten Abend, Mike. Schön, dass du wieder da bist. Du bist ja, kommst ja mal so spät. Ich bin schon am Aufbruch quasi. Ich habe noch 3 Gegner, also bin noch nicht ganz durch. Ich habe Mike hier. Mike stirbt. Mike wollte sich nicht ergeben. Leider, ich weiß nicht. Eigentlich geht's irgendwie, dass man den... Ja. Ich kann es nochmal versuchen mit Miguel. Miguel hat ja nochmal überirdische Führungsqualität. Ich kann es mit Miguel nochmal versuchen. Ja. Wenn ich den nochmal hochpatche. Ich patche ihn nochmal hoch. Ich will das nochmal versuchen. Vielleicht hat Chris einfach noch zu wenig Führungsqualität. Chris hat ja nur 63. Miguel hat 90. Sie. 98. Ja. Gut. Ach, du schaust rein, wenn du im Bett liegst. Okay, verstehe. Ja klar, warum auch nicht? Ja. So, dann lasse ich das noch ein bisschen einwirken. Nee. Ups. Und lass die Runde rumgehen. Ja. Unterbrechung für Barry. Ah, tatsächlich ist der jetzt da rausgekommen aus der Ecke. Dann nutzen wir das. Telefoniere erstmal mit Mama. Ja. Das hat sich jetzt noch nicht wirklich verbreitert, die Rauchwolke. Ich versuch's trotzdem einmal. Maria! Nee,
Ist noch nicht breit genug. Sie wollen mich umbringen, aber ich bin ein Profi. Ja? Naja, wenn er nicht trifft, dann nutze ich die Gelegenheit, würde ich sagen. Und renn rein. Ja. So, du trink mal einen Schluck. Nächste Runde. Holen wir uns den. Ja. Ansonsten. Der Typ ist ja noch da. So, nochmal ja. Schießen wird der wahrscheinlich nicht. Deswegen können wir, ja. Denke ich, mit mehr Leuten reinrennen. Aber wir brauchen Gasmasken. Okay. Der Raum hat diese Tür noch. Die hat er jetzt im Blick. Auch wenn er nichts mehr machen kann. Und dann. Ja. Einmal noch Iggy. Holen wir runter und holen ihn nicht. Doch, er hat auch eine Gasmaske. Können ihn also auch reinholen. Aber es lohnt sich nicht mehr so richtig. Ich kann ihn an die Tür stellen schon mal. Ja, wobei, es ist Quatsch, ihn an die Tür zu stellen. Wir stellen lieber Fox an die Tür. Bin bereit. Denn Fox ist noch ausgeruht. Fox kann auch ihre Gasmaske aufziehen. Sie rennt ja dahin. Und guckt, ob der wiederkommt, der Typ hier. So, Mike stirbt weiterhin. Bin bereit. Stirbt immer noch. Ja. Er hat sein gesamtes Verbandszeug verbraucht. Nein. Wir nutzen jetzt keine. Sie. Chris. Chris hat auch kein Verbandszeug? Doch, natürlich. Gib mal Vince. Ja. Und du machst mal weiter. Ich möchte versuchen, den zu kriegen. Den Mike. Nicht Mike Green, sondern Mike stirbt. Ja. Okay, also ja. Jetzt ist hier alles vernebelt. Ja. Könnte man mal versuchen. Mit ihm. Sich von hinten ranzutasten. Leider sieht er nichts. Daher ist es recht gefährlich, ja, da zu stehen. Bin bereit. Sie kann jetzt auf jeden Fall. Ich dachte, sie kann jetzt auf jeden Fall reinrennen, weil die Nebelwand groß genug ist, aber. Oh, nein! Scheiße! Verdammte! Foxy! Foxy, Foxy, oh Foxy! Wie groß ist die Chance, dass wir sie einfrieren können? Wenn, dann ohne Kopf. Ja, Mike stirbt, ja, tja. So ist es. Ja. Schlechter Nachname, würde ich auch sagen. Ja. Oh, die Situation, wo ich gespeichert habe, ist schon ein bisschen länger her, leider. Da müssen wir mal gucken, was jetzt mit Barry passiert. Ich versuche ihn wieder reinzurennen. Maria! Nee. Ja. Beim letzten Mal hat es ja.
Mike stirbt langsam. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir gut. Sie. Ja. Ja. Okay, wir kriegen ja. Barry wahrscheinlich jetzt nicht so einfach hier rein. Ja. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Ich versuche mal mit ihm hier reinzukommen. Oh, fucking hell. Yep. Warum schießt der Barry ins Bein? Macht keinen Sinn. Aber gut. Oh, right on. Dann schießen wir ihm nicht ins Bein, würde ich sagen. Ja. Okay, Barry liegt vor der Tür. Dann. Ja. Iggy, komm nach unten. Setz die Badehose auf. Setz die Gasmaske auf. Wie kommt nicht rein? Der liegt im Weg. Es ist so, okay. Dann liegt er eben im Weg. Dann näher ran. Ja. Und dann können wir gleich da rein. Okay. Ja. Trevor hört deutlich aus Südwesten. Ja. Komm mal zur Seite. Bin bereit. Foxy rennt jetzt rein. Foxy wird jetzt nicht mehr erschossen. Denn dieses Mal ist der Typ schon erledigt. Drin, wir können auch wieder die Sonnenbrille anziehen und besser sehen. Ja, das hat AP gekostet. Ja. Das war nicht so ganz günstig. So, okay. Machen wir jetzt mit Dimitri nicht. Der rennt einfach nur rein. Dahin. Zielen. Bleiben da stehen. Ja. Trevor. Kommt mal so raus, dass er die Tür im Blick haben kann. Nicht, dass Fox von hinten erwischt wird. Ja. So. Mike macht weiter. Vince macht weiter. Wie viele Gegner haben wir denn noch? Zwei. Einer ist definitiv noch hier drin. Der andere vielleicht auch. Ja. Dann haben wir Iggy. Iggy kann auch reinrennen. Ja. Und Barry rennt mal lieber noch nicht rein. Okay, dann. Ja. Runde umgehen lassen. Mike ist kritisch. Chris, rede. Nee, nicht Chris. Sie. Miguel, rede doch mal mit Mike. Mike kann gerade nicht sprechen. Okay, wir müssten. Sie. Miguel ein bisschen abschotten von Mike. Nicht, dass er ihn angreift. Sein Gewehr liegt ja hier. Aber der hat immer noch flinke Fäuste. Ja. Okay. Bin bereit. Dann schauen wir hier rein. Oh, niemand zu sehen.
Dann rennen wir hier in die Ecke. Toll. Und achten auf die Tür. Ja. Trevor kommt vor und achtet auf die Ecke. Ja. Ja. Dimitri rennt auch vor. Achtet auf die Ecke. Ja. Und Iggy rennt auch vor. Kommt dann gleich. Ah, eigentlich muss er jetzt schon, weil dann sind wir aus der Runde raus. Okay, er sieht ihn nicht. Der scheint hier irgendwo bei den Kisten zu sein. Gut, dann lassen wir es so. Mike? Ja. Prügelt nochmal auf Chris ein. Sie. Lass uns reden. Du bist das Ziel und ich treffe immer. Nee, er lässt sich nicht überzeugen. Okay. So. Dann wäre das erledigt mit Mike. Haben uns ja hier lang genug von ihm. Ja. An der Nase rumführen lassen. Und uns nochmal und nochmal verletzen lassen. In der Hoffnung, dass wir den vielleicht irgendwie umgedreht kriegen. Aber ist nicht. Der ist überzeugt davon, dass Date Runner die richtige für ihn ist und. Ja. Wenn das so ist, dann wollen wir dem nicht im Wege stehen. So. Kommt natürlich auch mit einem Preis. Okay. Ja. Hätte ich schon gleich vorgehen können. Bin bereit. Oh, Fox. Kann vorkommen dorthin. Kann mit in den Kampf eingreifen, falls da was passiert. Ja. Trevor kann sich auch wieder ein bisschen vorbewegen. Und aufpassen. Wir haben noch zwei Gegner. Einer. Ein roter Punkt, das war Mike. Dann ist es der noch hier drin ist. Ja. Das müsste dann der letzte sein. Dann können wir ja mit Brain. Ja. Okay. Hat eine Gasmaske. Dann schauen wir mit Brain hier rein. Und unterstützen. Unterstützen den Trevor überhaupt nicht, weil er leider überhaupt nichts sehen kann durch die Nebelgranate. Ja. Ja. Dann ist es so. Ja. So. Chris ist verbunden. Sie. Ja. Dann verbinde mal bitte noch Barry. Irgendjemand hatte gerade einen Schmerzensschrei ausgestoßen. Der ist also schon getroffen, der Typ hier. Aber ich sehe ihn nicht. Ja. Dann würde ich fast sagen, wir rennen mit Trevor rein und schauen, was passiert. Oh, fucking hell. Ich bin fertig, ohne Scheiß. Lass mich Luft holen. Das muss jetzt nicht mehr sein.
Das müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr mitmachen. Wir haben Triumph! Feinde, sie seien tot! Ja. Okay. Alle aufgepatcht. Ja. Ich schicke einmal Barry und Trevor. Ja. Hier liegt noch ein Raketengelände. Also können Sie davon ausgehen, dass es hier von Wachposten nur so wimmelt? Ja. Nicht, dass es mir viel ausmacht. Ich warte schon so lange darauf abzurechnen. Je heftiger es knallt, desto besser. Ich glaube, den Text hätte sie am Anfang eher bringen sollen. Denn jetzt haben wir das Raketengelände und damit auch ein riesiges Gebiet zum Befliegen mit unserem Hubschrauber. Das sieht hervorragend aus. Wir haben auch Balime frei, können mit dem Hubschrauber fast überall hin, außer aufs Meer, wo wir sowieso nicht hinwollen, und in die Region Meduna. Das war ein guter Fortschritt, denke ich. Herr Mike erledigt. Das lese ich noch vor. Wo es schon so spät ist. Und ich informiere mich nochmal über Mike. Weil ich mich erinnere, dass man den wohl eigentlich auch rekrutieren kann. Ja. Aber man muss sich wahrscheinlich anders anstellen. Ich habe es wahrscheinlich irgendwie falsch gemacht. Keine Ahnung. Ich informiere mich nochmal. Ansonsten ist er ein Veteran von Seite 2. Ja, Mike. Hier dein Counterpart. Nicht Mike Green, sondern Mike stirbt. Inmitten der laufenden Verhandlungen über eine nochmalige Sold-Erhöhung wurden die Gespräche plötzlich von Mike abgebrochen, als er darüber informiert wurde, dass sich mehrere Mitarbeiter bereits über seine überzogenen Honorarforderungen beschwert hatten. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, so wie ungefähr alles andere über ihn auch. Die letzte schriftliche Mitteilung, die wir von ihm erhielten, wurde in einem kleinen Land abgestempelt, dessen Namen wir nicht mehr wissen. Es ist Arulko! Es ist Arulko. Ja, wir haben Mike getroffen. Wir haben Mike auch getroffen. Mit Faust, mit Waffe, mit Messer, mit Granaten. Wir haben fast alles eingesetzt gegen Mike. Am Ende hat es ihn umgehauen. Wir haben ihn sogar getroffen mit Verbänden. Zweimal haben wir ihm noch eine Chance gegeben, aber er wollte schlicht nicht unser Freund sein. Was ich weiß, Mike war in Teil 1 der beste Söldner, den man rekrutieren konnte. Das heißt, er war noch besser als Gus. Also inzwischen ist ja Trevor sogar nach vorne gerutscht. Trevor startet, glaube ich, hier auf Platz 4 oder 5 oder sowas ursprünglich. Aber Trevor ist jetzt vorgerutscht, aber eigentlich ist Gus der initialbeste Söldner in der Liste von AAM. Und in Teil 1 soll das Mike gewesen sein. Genau. Demnach auch der teuerste. Und ja, der ist dann gegangen, weil die Gehaltsforderungen wohl nicht seinen Wünschen entsprochen haben. Und Dade Runner konnte da wohl mehr bieten. Naja, nun ist egal. Nun war es das mit Mike. Natürlich nicht mit unserem Mike.
Unser Mike schaut noch fleißig zu. War Shadow nicht auch so gut? Ja, Shadow ist auch gut, aber nicht so gut. Kann gerade nochmal aufmachen. Shadow ist ja auch auf der Liste, der ist aber in der ersten Reihe noch ein bisschen weiter hinten. Ja, Shadow im Dienst. Gesundheit, Beweglichkeit super, Treffsicherheit auch super. Geschicklichkeit, Kraft sehr gut, Erfahrung ist hoch. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. Die anderen Werte sind ausbaufähig. Führungsqualität 40 ist für den Anfang auch ziemlich gut. Aber Gus, der hat Gesundheit und Beweglichkeit nicht mehr so gut, weil er halt schon nicht mehr der Jüngste ist. Aber danach geht's richtig los. Ja. Geschicklichkeitskraft, Führungsqualität, Weisheit, sehr gut. Extreme Erfahrungsstufe, super Treffsicherheit. Er ist ein Techniker, er ist Sprengmeister und er ist Mediziner. Also er kann eigentlich alles. Er ist nur schon ein bisschen älter und dadurch sind die Gesundheit- und Beweglichkeitswerte ein bisschen runtergedrückt. Und Mike müsste wahrscheinlich noch besser sein als er. Also der ist ja dann auch noch jung und ansonsten hat er wahrscheinlich oder vielleicht ähnliche Werte wie Gus. Und dann eben noch hohe Gesundheit und hohe Beweglichkeit. Weiß es nicht. Wir könnten spontan jetzt nochmal nach Mike suchen. Ich habe ja gespeichert. Ich habe ja auch gesagt, ich gucke mir den Sektor dann beim nächsten Stream mit euch an. Ich habe gespeichert. Es ist ja schon zu spät. Wir gucken uns den Sektor beim nächsten Stream an. Also was da alles gedroppt ist. Bestimmt ein paar schöne Sachen dabei. Auf den ersten Blick hatte ich ja schon ein paar coole Sachen gefunden oder gesehen. Ich mach mal. Also. Mike, check it. Alliance. Einfach nur Jagged Alliance und Mike. Okay. Genau, Fandom Wiki. So, das sind seine Werte in Teil 1. Salary. Ich weiß gar nicht, ob das Salary heißt oder Salary. Wahrscheinlich eher Salary. 12.000. Ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, der Tagessatz bei ihm. Das ist schon irre. Ich glaube, es gibt nur Tagessätze bei Teil 1. Und 12.000 ist schon Wahnsinn. Aber er hat halt auch super Werte. Ne? Also 97 Gesundheit, Beweglichkeit 95, dann Ausdauer 94, Weisheit 96. Er ist auch im Medizin nicht schlecht. Auf jeden Fall auch besser als Gas. Explosiv, also halt alles hoch, ne? Alles oben. Und Erfahrungslevel 8, so wie Gus auch. Also der ist quasi die junge Version von Gus. Und dadurch einfach. Ja. Dadurch ist er einfach sehr gut. So, jetzt können wir auch mal gucken, wie das hier so ist. Also alle kennen Mike oder viele kennen Mike, deswegen gab es ja auch einige Quotes. Einige Zitate, um es mal nochmal auf Deutsch zu sagen, von den anderen Söldnern, die Mike gesehen haben. Dass er Leute mag und nicht mag, ist natürlich ein Indiz dafür, dass er rekrutierbar ist.
Er mag Gary, wobei, dass er rekrutierbar in Teil 1 ist. Das heißt noch nicht, dass er rekrutierbar in Teil 2 ist, das stimmt. Ja. An Enemy in Jagged Alliance 2. Und in Deadly Games kann man ihn auch spielen. Additional Info. Mike ist auf der Winning Side. Ah, hier. Can be hired in 1.13. Also, The player will need characters with high leadership like Miguel to hire him when he's beaten to critical state. Also genau das haben wir ja versucht und es hat leider nicht geklappt. Also es ist wahrscheinlich auch noch mit einem Glücksfaktor belegt. Ja, wäre interessant gewesen, den an Land zu ziehen. Ah, für 12.000 am Tag. Ist die Frage, ob man ihn auch für 14 Tage... Aber kann man wahrscheinlich nicht. Kann man wahrscheinlich nicht, weil die Söldner, die nicht über die über AIM gehen, kann man ja nicht... Also man kann ja nur die über AIM gehen, über längere Zeiträume anheuern und dadurch die Preise drücken. Das geht ja nicht bei denen, die man trifft. Da bezahlt man ja immer den Tagessatz. Und der bleibt dann aber auch gleich dafür. Das heißt, wenn die an Erfahrung gewinnen, wollen die nicht mehr Geld. Gut. Hat nicht geklappt. Ist so schade. Ich hätte ihn gerne mal näher mir angeguckt. Auch so von den anderen Werten, die dann noch im Laptop zu sehen sind. Aber... ist halt, wie es ist. Okay, Leute, dann war es das für jetzt. Ich schalte auf meinen Endscreen und schau mal, wo wir hin raiden können. Es sind tatsächlich noch ein paar Leute da. Es ist auch Firefox noch da. Ja, wir reden zu Firefox. Ich weiß nicht, wie lange er noch da ist, aber es könnte sein, dass er noch ein bisschen da ist. Er spielt weit, oder nicht weiter, sondern er spielt heute Baldur's Gate. Und ihr könnt ja gerne noch mal bei ihm reinschauen. Firefox ist halt bekannter von mir. Ansonsten... Baldur's Gate mit Mittelalter-Rollenspiel. Ist ja auch ein bisschen ähnlich, ja. Auch ein Rollenspiel, nur eben andere Mittelalter-Fantasy-Schiene, ne? Okay, also gehen wir zu ihm. Okay. Cool, Mike. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei euch fürs Zuschauen und danke auch für die vielen Kommentare, danke für die Bits und für das Abo an Tyrawal. Ja, hat viel Spaß gemacht und deswegen bin ich auch viel länger geblieben, als ich eigentlich wollte, aber ja, ich wollte den Sektor auf jeden Fall auch noch zu Ende machen. Und ja, jetzt war es auch nochmal interessant nachzulesen, was mit Mike eigentlich ist. Mike Green, um nicht zu verwechseln mit Mike stirbt. Danke dir für 50 Bits. Vielen Dank. Ist sehr, sehr nett von dir. Danke für die Unterstützung. Ich wünsche auch dir eine gute Nacht und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Und vielleicht viel Spaß noch beim Firefox.